Moin. Na. Mensch, zwei Streams an zwei Tagen in Folge. Das kennt man so gar nicht mehr von mir. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Ich weiß nicht, ob ich gestern gesagt habe, zwischen 17 und 18 Uhr oder zwischen 18 und 19 Uhr starten wir. Ich bin seit 12 Uhr wach. Ich konnte nicht weiter schlafen. Ich habe 4 Stunden geschlafen. Ich weiß nicht, wie lang der Stream wird heute. Aber ich dachte mir, scheiß drauf, es ist Persona 5 Royal. Machen wir trotzdem. So. Von daher, laden wir doch mal den Spielstand von gestern. Und überlegen, was wir heute so tun. So, wir haben uns ein Buch geholt. Oh, Maruki. Wir können Maruki weitermachen? Sehe ich das richtig? Entschuldige den Überfall. Es gibt da etwas, zu dem ich wirklich gerne deine Meinung hören würde. Näheres würde ich gerne lieber direkt mit dir besprechen. Hast du etwas Zeit für mich? Ja, definitiv. Dafür müssen wir aber definitiv nochmal zum... Akachi steht hier nicht rum. Da müssen wir aber auf jeden Fall mal kurz zum Velvet Room. Da ist er. Denn ich brauche eine Beraterpersona. So, tritt mir mal bitte in den Hintern. Danke. Caroline ist immer so zuvorkommend. Sie erfüllt mir meine Bitten. Ohne Rückfrage, quasi. So, na denn. Berater, hä? Geh ich auf Dikarabia? Dikarabia ist halt scheiße. Gehen wir auf Kushimitama. Ist, glaube ich, sinnvoller. So. Und ich sehe gerade, wie gut ich vorbereitet bin. Ich habe nichts zu trinken da. Wow. Go me. Und so. Okay. Das heißt, es wird eine relativ frühe erste Pause geben. Damit ich mir dann was zu trinken holen kann, sobald meine Stimme nicht mehr will. Aber ich habe gerade ein Süppchen gelöffelt, also Flüssigkeit ist im Magen, so ist nicht. Maruki, hey. Hey, gute Arbeit heute. Es ist schon Herbst, eigentlich sollte es etwas kühler sein, stimmt's? Dank dir läuft es mir meiner Forschung sehr gut. Du hast mir wirklich geholfen, gutes Kunden. Ich wollte mit dir reden, aber hast du Zeit? Ja, habe ich. Klar, kein Ding. Was ist los? Vielen Dank, Kuruskun. Wo wir schon Zeit haben, können wir in dem Café reden, in dem du wohnst? Ich liebe den Café dort. Ich ziehe mich noch an, dann können wir los. Okay. I'm sorry. Verzeihung, dass ich so plötzlich erscheine. Du hast wirklich ein Händchen für Kaffee, Kuruskun. Der ist fantastisch. Noch eine Tasse? Danke, aber heute verzichte ich. Es geht um die Forschung, über die wir geredet haben. Ich fasse alles in einer Arbeit zusammen. Es geht in letzter Zeit sehr gut voran, nicht zuletzt dank dir. Aber ich stecke wohl wieder fest. Also tut es mir leid, dich zu stören, aber ich würde mich freuen, wenn wir nochmal darüber reden. Abgemacht. Thank you. Danke. Ich habe mich wirklich auf dich verlassen, Kuruskun. Ich wollte unsere Herzen besser verstehen, damit ich allen helfen kann, denen Leid zugestoßen ist. Aber ich habe dir bereits gesagt, dass das der Sinn meiner ganzen Forschung war, oder? Nur dank dir habe ich es mit meinem Projekt soweit geschafft. Aber aufgrund dieses Fortschritts ist mir ein Problem aufgefallen, das vielleicht unlösbar ist. Selbst wenn meine Forschung vorangeht und wir ein Wundermittel gegen psychologische Wunden finden, kann ich angesichts der aktuellen Lage nur die Leute in meiner nächsten Umgebung retten. Ist das nicht genug? Das stimmt wohl. Es ist besser, als gar niemanden zu retten, aber damit kann ich mich nicht zufrieden geben.
Es gibt ja so viele, die leiden und sich niemandem anvertrauen oder den Schmerz herauslassen können. Es ist eine schmerzhafte, grausame und bittere Welt. Und alleine kann man nicht viel dagegen nicht dagegen ausrichten. Ich hatte es ja schon erwähnt, als Therapeut sieht man diese schmerzhafte Wahrheit doch noch deutlicher. Ich glaube, unser aktueller Ansatz geht einfach nicht weit genug. Tief in mir halte ich es nicht für genug, nur Leuten in meiner Nähe zu helfen. Einigen unter Milliarden. Ich möchte Menschen dabei helfen, ihre Leiden zu beenden. Das Herz kann unzähligen Schmerzen ausgesetzt sein. Und wir haben unzählige Gegenmaßnahmen zur Hand. Wie gesagt, es gibt Leute, die Hilfe brauchen, aber nicht darum bitten oder darüber reden können. Selbst wenn wir das menschliche Herz komplett verstehen würden und wirksame Therapien hätten, wäre das wohl nicht genug, um Traumata endgültig zu besiegen. Und das ist mir wohl klar geworden. Was können wir denn tun? Ich habe die Frage nicht aus meinem Kopf bekommen, aber ich finde keine Antworten. Das kenne ich so nicht. Könnten wir doch nur alle Herzen ansehen und die Ursachen der Leiden diagnostizieren und entfernen. Das klingt wie etwas aus einem Traum. Lass es mich so sagen. Therapien dauern lange, weil man jeder Person genau zuhören muss, nicht wahr? Ich denke nur, es wäre besser, wenn es einen Weg gäbe, jemandes Kognition schneller und genauer zu verstehen. Jedermanns Kognition? Viel wichtiger, was ist dieses Momentos? Wird Zeit, dass du uns so ähnliches erklärst? Momentos ist der Palast von allen. Stell es dir als kollektives Unterbewusstsein vor. Nein, vergiss es, das verstehst du nicht. Das wäre aber unmöglich. Vielleicht ist es uns nicht bestimmt, die Herzen aller Menschen zu verstehen. Kuduskun, habe ich etwas Falsches gesagt? Alle Herzen haben Dinge gemeinsam. Wie? Ja, es gibt einen gemeinsamen Teiler. Nein, warte. Oh. Hast schon recht? Mein Gott, du hast recht. Das ist es, Kuduskun. Das kollektive Unterbewusstsein. Unterbewusst verbundene Herzen bedeuten geteilte Sinne der Menschen. Es ist so einfach. Warum ist mir das nicht früher klar geworden? Ja, genau. Und wenn ich das mit der Theorie kombinieren kann, die ich prüfe, landen wir bei Psychognistik. Wo kommt das denn jetzt her? Tut mir leid. Aber ich glaube, du hast mir gerade zu einem bedeutenden Durchbruch verholfen. Das bedeutet Großes für meine Psychognistik. Ich muss das sofort in meine Arbeit schreiben. Ich wusste, dass es sich lohnen würde, dich dazu zu holen. Danke, Kuduskun. Ich schwöre, ich werde mich revanchieren. Ich spüre eine große Dankbarkeit bei Maruki. Yay. Der Doc. Rang 6. Alright. Le Consultant. Alright then. Also, ich mach's los. Bis bald. Und danke nochmal für den Kaffee. Oh, Kuduskun? Sorry für meine Eile. So plötzlich. Vorhin. Beruhig dich. Tut mir leid. Ich bin vor lauter Adrenalin den ganzen Weg zur Station gerannt. Ich bin aber total außer Form. Ich muss echt was tun. Du hast mir jedenfalls geholfen, etwas Wichtiges zu verstehen. Die Antwort lag genau vor mir und ich konnte sie nicht erkennen. Ich muss mich jetzt auf meine Arbeit konzentrieren. Nach all der Hilfe will ich sie beenden. Im Ernst, danke. Tschüss. Ciao. Ja, Mensch. Das war doch easy. Sorry, dass ich so spät noch texte. Es tut mir wirklich leid, was bei diesem Fall passiert ist. So förmlich. Sie scheint sehr gewissenhaft zu sein.
Fühlt sich aber ein wenig an, als würde diese Förmlichkeit eine Distanz zwischen uns schaffen. Sei nicht so steif. Aber ich bin das neueste Mitglied. Ich muss Respekt zeigen. Auf sowas achten wir hier nicht so richtig. Außerdem gehörst du schon längst zu uns. Danke, Mako-chan. Ich glaube, Mako-chan findet diese Anrede merkwürdig. Meinst du mich? Tut mir leid, das haben meine Finger ganz automatisch getippt. Ich bin einfach so froh, einen Freund in meinem Alter gefunden zu haben. Kein Problem. Diese persönliche Note ist richtig erfrischend. Schön, ich hoffe, wir sind allerbeste Freunde, Mako-chan. Oh oh. Tut mir leid, da ist der Gaul mit mir durchgegangen. Ryuji, du bist halt einfach ein Vollidiot. So, wir checken mal den Schwarzmarkt, was man da so kriegen kann. Schwarzmarktwaren benutzen. Über den Laden Schwarzmarktwaren erhältst du seltene und ungewöhnliche Gegenstände. Was du kaufst, wird nach ein paar Tagen geliefert. Du kannst immer nur ein Paket bestellen. Je mehr du kaufst, desto mehr Produkte kannst du bei Schwarzmarktwaren kaufen. Investiere Geld, um zu sehen, was für Wertsachen später im Angebot sind. Alle Zweifel über Bord, ja bla bla. Ihr seid zwielichtig ohne Ende. Willst du dich anmelden? Ja, melden wir uns an, komm. Kann man auf so einer Seite wirklich seinen echten Namen verwenden? Sicher kein Problem. Ich weiß nicht. Auf der Seite deinen echten Namen anzugeben ist riskant, musst du wissen. Willkommen zu Tanakas Schwarzmarktwaren. Kudos, du hast das Tor zu Möglichkeiten aufgestoßen, von denen normal Bürger nur träumen. Hier findest du ausgefallenste Gegenstände. Yay. Okay. Stinkatem ist mir halt relativ Wurst, so. Dann kann ich wirklich immer nur ein... Oder heißt das... Okay, ich kann von jedem Item immer nur eins kaufen. Ja, gut. So. Du hast bisher insgesamt 34.000 Yen ausgegeben. Gute Neuigkeiten, Kudos. Du hast schon über 10.000 Yen ausgegeben. Dein Mitgliedsrang ist jetzt schwarz. Du kannst jetzt alle Produkte für schwarz kaufen. Deine Bestellung betrifft bald ein. Etwas Geduld noch. Bald hat das Warten ein Ende. Auf bald hoffentlich. Okay. Hätten wir das? Oh, wir können so ein bisschen was machen, ne? Sojiro geht noch nicht weiter. Wir brauchen noch mehr Güte. EY können wir noch nicht starten, weil wir noch nicht genug Mut haben. Oya und Chihaya würden funktionieren. Mishima geht einen Rang hoch. Ich glaube, ich gehe zum Mishima, weil Mishima müsste Erfahrungsbonus gewesen sein, glaube ich. Glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ist hier sonst noch irgendwas, was wir brauchen? Eigentlich nicht. Hey, na? Das ist so aufregend. Das Phantomliebefieber grassiert. Die Fanzeit explodiert förmlich. Ihr habt die Anfrage also erledigt. Vielen Dank. Oh, Kudos. Können wir über Akiyama-Kun sprechen? Hast du gerade Zeit? Ja, machen wir. Komm. Hängen wir ein bisschen ab. Unterhalten wir uns im Diner. Irgendwie habe ich gerade Döner gelesen. Ich weiß nicht wieso, ich habe nicht mal Hunger. Das wird dich nicht überraschen. Reden wir lieber dort weiter. Okay, machen wir. Ist das jetzt Rang 9 oder 8, den wir jetzt kriegen? Oder schon 10? Ich weiß es nicht. Kleinen Moment mal. Mein Mikro war irgendwie komisch positioniert. So, jetzt ist besser. Nu ist besser, denke ich. Weißt du noch die Kerle, die Akiyama-kun verprügelt haben? Naja, die waren so richtig gefährlich. Ich habe recherchiert und echt übles Zeug gefunden. Sie gehören zu einer Bande, die für solche Erpressungen berüchtigt ist. Und das hätte ich mal vorher wissen sollen. Ein falsches Wort bei meiner Show und ich wäre tot. Du warst echt mutig. Findest du echt? Mama, ich habe mir wieder in die Hose gemacht, als ich zu den Typen recherchiert habe. Mama, du bist echt der Wahnsinn. Du hattest kein bisschen Angst. Vielleicht ist das nach den ganzen Albträumen, die du erlebt hast, auch kein Wunder. Jo, Mishima. Jo, Mishima. Hallo. Boah, das ist ja echt Mishima.
Alter, oder? Niemand sonst kann dermaßen langweilig sein. Hey, weißt du schon, was du nach der Oberschule machen willst? It's just... noch nicht. Was mit dem Militär? Wenn eine Null wie du sich rumschleicht, merkt das niemand. Hahaha, stimmt. Du könntest dich sicher überall reinschleichen. Du wärst Japans ultimative Waffe. Halte die Klappe. Akiyama-kun. Stimmt das nicht? Nicht ganz. Kommt schon, vergessen wir ihn einfach. Es macht keinen Spaß mehr, Mishima zu ärgern. Wieso keinen Spaß mehr? Du ärgerst ihn doch immer am meisten. Keine Ahnung, ich bin's einfach irgendwie leid geworden. Hey, wegen letztens. Ich muss mich wohl bei dir bedanken. Was war zwischen euch beiden? War zwischen euch zwei irgendwas? Hey, du bist in letzter Zeit echt komisch, Akiyama. Und deine ganzen blauen Flecken habe ich auch gesehen, okay? Letztens? Ich weiß nicht, wovon du redest. Mishima. Mein Fehler, es war wohl jemand anders. Aber du hast dich verändert. Jo, Brille. Euch zwei sieht man immer zusammen rumhängen. Hast du ihn trainiert? So ungefähr. Ha, echt? Da bin ich fast eifersüchtig. Wie dem auch sei. Bis später. Warte, Akiyama. Akiyama-kun wird wohl klarkommen. Er hat einen ziemlich starken Willen. Und ich habe mich wirklich verändert, ja? Glaubst du, ich werde jetzt auch langsam wie die Phantomdiebe? Ich lege mich ab jetzt noch mehr ins Zeug, um eurem Vermächtnis gerecht zu werden. Mishima zeigt leidenschaftliche Entschlossenheit. Rang 9. Okay, es ist Rang 9. Gut, einmal noch müssen wir uns mit den Idioten treffen. Und dann, sind wir damit auch durch. So. Weißt du, früher dachte ich immer, aus mir wird nie etwas. Aber irgendwie habe ich es geschafft, Akiyama-kun gegen diese Schläger zu helfen. Na, ist mir klar geworden. Ich kann wirklich etwas tun, um Leute zu retten. Ja, bestimmt. Alter, du streamst echt viel lately. Nicht so viel, wie ich eigentlich will. Aber, ja, da ich gestern den Stream relativ unvermittelt beendet habe und ich habe aber weiter Bock auf Persona 5, geht's weiter. Yay! hatte ich den Text jetzt schon? Keine Ahnung. Und deswegen habe ich angefangen, eine Dokumentation über die Phantomdiebe zu schreiben. Ja, ich glaube, den hatte ich schon. Klingt bekannt. Eigentlich wegen der Recherche zu der Bande, mit der Akiyama-kun Stress hatte. Und jetzt stelle ich ein riesiges Protokoll zu eurer Aktivitäten zusammen über die Fanzeit. Bin schon sehr gespannt. Das nenne ich mal Druck. Aber ich werde dir zeigen, was ich drauf habe. Ich meine, in der 5. Klasse habe ich mal einen Aufsatzwettbewerb gewonnen. Das wird ein Kinderspiel. Alright. Ja, ne? Furchtbar. Furchtbar. Warum können wir nicht einfach so... lass mal kurz rechnen. Warum kann ich nicht einfach so 1000 Abonnenten haben? Dann müsste ich nicht mehr arbeiten gehen. So. Nein. Nein. Ja, Bruder, er ist ein geborener Auto, absolut, ey. Jedenfalls sollten wir heute feiern. Ich zahle. Ich esse die Trinkbrunnen. Heute gibt es einen guten Fruchtsaft. Er ist dreimal so teuer, also muss er auch dreimal so gut sein. Wie wär's mit Parfait? Mama, ich hab nicht wahnsinnig viel Geld. Wenn du was anderes bestellen willst, musst du es selber zahlen, okay? Ja, ja. Jedenfalls, lass uns feiern, bis der letzte Zug fährt. Woo. Oh. In der Stimmlage ein Woo ist super. Bis später. Warum habe ich nicht keine Kinder und drei Geld? Ja, das ist die Frage, ne?
Das ist wohl die Frage. Was geht ab? Rockst du immer noch bis tief in die Nacht, Kudos-chan? Bist du besoffen, Mishima, oder was los? Sorry, ich weiß nicht, was ich sagen soll, wenn ich von einer Party nach Hause komme. Aber du hast echt viel Spaß gemacht, oder? Lokalisierungsteam, bitte. Bitte, 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 bitte. Wenn das dem Schreiber schon nicht auffällt, muss das doch wenigstens dem Editor auffallen, dass dann Hut fehlt. Also, jetzt mal seriously. Serious Talk. Da hat doch mindestens ein zweites Augenpaar drüber geschaut über die Texte. Und sowas muss doch auffallen. Einer rannte mal, ja! Schreit hinter dir her. Okay, das ist, sowas ist interessant. warte, hatte ich den Text? Ich glaube nicht. Meinst du, dass die Kraft dieses flippigen Safts... Moment, nein. Aber das hat echt viel Spaß gemacht, oder? Ich bin noch nie so lange in einem Diner gewesen. Doch, den hatte ich schon. Okay. Meinst du, dass die Kraft dieses flippigen Safts... Ich meine, er hat dreimal so viel gekostet wie sonst. Okay, ich höre mit den Witzen auf. Ich sag's mal so. Ben & Jerry's kostet auch so das 2- bis 3-fache von normaler Eiscreme. Mindestens. Also, eigentlich kann ich, wenn ich halt wirklich die preiswerteste Eiscreme nehme, die 5-fache Menge für einen halben Preis kriegen, dann kostet Ben & Jerry's schon das 10-fache. Und ich meine, es schmeckt geil, aber so gut dann auch nicht. So. Was? Das weiße S in Mishima steht für Wambo, denke ich. Ich bin gerade... Achso, deswegen weißes S? Okay, aber... Hä? Hä? Not please. Verwirr mich nicht. Gut, du warst am Anfang des Streams nicht da. Ich hatte nur 4 Stunden Schlaf, also bitte. Hör auf damit. Okay, ich hör mit den Witzen auf. Die Lehre des Wambo sagt mir gar nichts. Sagt mir gar nichts. Aus welcher Bildungslücke kommt das? Weil ich meine das schon mal gehört zu haben. Wenn ja, dann von einem Kollegen in Bezug auf The Big Lebowski. SpongeBob, ja, okay. SpongeBob ist absolut nicht mein Humor. SpongeBob ist gar nicht mein Humor. Nee. Gut, dann habe ich es darüber gehört. Ja, nee. Nee. Ist. Nicht meins. Fort damit. Ich bin einfach nur froh, das von Akiyama-Kun zu hören. Also, es ist keine Bildungslücke, sondern einfach was, was mich nicht interessiert. Gut. Du hast gehört, was er über mich gesagt hat. Glaubst du wirklich, dass ich mich verändert habe? Leuchten in deinen Augen. Meinst du wirklich? Meinst du echt, ich wirke jetzt selbstbewusst? Oh Mann, wegen dir erröte ich. Aber danke. Die Dokumentation, von der ich sprach. Ab heute schreibe ich sie ernsthaft. Und sobald es fertig ist, sollst du der Erste sein, der das Skript liest. Es ist unser Vorhaben. Ein Schwur unter Männern, okay? Wir sehen uns. Hau ab, ey. Antwortschnitt. Oh well. Happens to the best of us. Oder so. Der stellvertretende Direktor wirkt zurzeit ziemlich angespannt. Der stellvertretende Direktor hat einer Klassenkameradin von mir die Empfehlung wieder entzogen. Der stellvertretende Direktor hat in letzter Zeit eine echt große Klappe. Das nervt. Na, ich muss TE am Building betreiben. Ich hab dich mal nebenbei laufen. Okay, viel Erfolg dabei. BML? Denke ich mal. Oder noch eine andere Liga gerade. Wo bist du gerade dran? Und BML läuft dann gegen Nils und Ghosty. Ja, Mensch. Schon mal viel Erfolg, ne?
Wie sieht's denn da gerade in der Tabelle aus? Jetzt mal ohne den aktuellen Spieltag. Die sind ja relativ weit oben, ne? Kannst du ihnen so ein bisschen die Tour vermasseln, wenn ihr jetzt gewinnt? Nur BML und NPBL. Mehr wäre zu nervig. Ja, verstehe ich. Man hätte ja auch NPBL sein können. Noch gegen Umbrell und André. Oh, noch der aktuelle Spieltag, der ist noch nicht durch. Also das Teambuilding. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Dann auch da viel Erfolg. Und setz dich mal ein bisschen weiter von denen ab, ne? Nur ein Win-Unterschied ist halt wenig. Das kriegen sie eingeholt. Wenn wir das nächste Mal nicht gewinnen, machen die uns fertig. Es steht schon wieder das nächste Turnier an. Aber wir haben keine Chance. Mimimi. Für BML brauche ich immer Zeit, dann habe ich es noch im Kopf. Ja, gut, das ist, das kann ich nachvollziehen. Also, das Stück dieses tschechischen Autors? Was glaubst du, was die Phantomliebe wegen Okumoda machen? Ist eine wichtige Arbeit der Literaturgeschichte, weil hier der Begriff Roboter erstmals vorkam. Mir ist doch klar, er braucht einen Sinneswandel. Diese korrupten Unternehmen sollten pleite gehen. Hey, du bist gerade im Unterricht. Hör auf, um über Okumoda und die Phantomliebe zu reden. Mann, Kuriskun, du hast wenigstens zugehört, oder? Roboter geht auf ein tschechisches Wort zurück. Aber wo in Europa liegt die Tschechische Republik? Gilt das doch als... Das müsste doch Mitteleuropa sein, oder? Würde ich sagen. Genau. Die Tschechische Republik liegt in Mitteleuropa. Der Begriff Roboter kommt vom tschechischen Wort Robota. Robota heißt wörtlich übersetzt Sklavenarbeit. Oh, ja, wusste es. Vielleicht sollte ich ihn fragen, ob ich mir seine Notizen ausleihen kann. Wow, du musst echt klug sein, wenn du so eine Frage beantworten kannst. Tja, ja. Sklavenarbeit als einziger Zweck. Selbst vom Ursprung ihres Namens her sind Roboter zu bemitleiden. Naja, man könnte argumentieren, dass wir nicht so anders sind. Wir müssen arbeiten, um zu leben. Kawakami wirkt müde. Wie dem auch sei, wenn du Okumoda oder andere nicht als Menschen ansieht, braucht er einen Sinneswandel. Yo. Sehe ich auch so. Hey. Noch 20 Tage. Ja, wir haben also Zeit. Wir haben viel Zeit. Okay, Maruki und wir kriegen noch keinen Rank-Up. Dann gehen wir tatsächlich zu ihm. Dann gehen wir erst recht zu ihm, sagen wir es so.